Mein Name ist Michaela Joas. Ich leite konzernweit bei TÜV Süd den Bereich Immobilien. Es ist schon erstaunlich, wie so eine kleine LED-Leuchte zur Energieeinsparung an Gebäuden beitragen kann. TÜV Süd ist ein Dienstleistungsunternehmen, das seine Kunden im Bereich der Nachhaltigkeit unterstützt. Aber wir selber haben uns auch ein hehres Ziel gesetzt. Wir möchten das nachhaltigste Unternehmen in unserer Branche werden. Und mit über 1000 Standorten weltweit ist ein Ansatzpunkt die Nachhaltigkeit an Immobilien. TÜV Süd hat in den letzten Jahren und wird auch in den Folgejahren viel Geld in die Hand nehmen, um Gebäude nachhaltiger zu gestalten. Wir haben vor einigen Jahren schon auf Ökostrom umgestellt, sowohl in Deutschland flächendeckend als auch in Teilen von Europa. Ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit ist unser Standortkonzept an unserer Firmenzentrale in München. Hier ist ein Mix aus Kernsanierung, Ertüchtigung und Neubau. Stellvertretend für unser Standortkonzept möchte ich Ihnen unser Haus B vorstellen. Es wurde kernsaniert und ist aus verschiedenen Gründen sehr nachhaltig. Das Gebäude wurde 1964 errichtet und hat eine sehr gute Bausubstanz und geeignete Grundrisse für moderne Bürowelten. Wir haben verschiedene Maßnahmen in Bezug auf Nachhaltigkeit ergriffen. Zum einen haben wir bestehende Materialien weiterverwendet. Wir haben einige energetische Maßnahmen durchgeführt, unter anderem den Anschluss an die Fernwärme, LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern, ein Luftwechsel mit Wärmerückgewinnung. Im Gegensatz zu diesem Gebäude konnten wir zwei Gebäude an unserer Firmenzentrale nicht mehr halten. Hier entsteht nun ein neuer, moderner Bürokomplex und der Fokus liegt sehr stark auf dem Thema der Nachhaltigkeit. Wir werden flächendeckend auf dem Dach und an der Fassade Photovoltaikanlagen anbringen. Die Kühlung und Heizung erfolgt über eine Wärmepumpe aus unserem eigenen Brunnen. Auch außerhalb unserer Firmenzentrale setzen wir den Fokus auf Nachhaltigkeit bei Immobilien. Wir konnten letztes Jahr unser Asien-Headquarter in Singapur eröffnen und unser Fokus liegt auch zukünftig auf der Nutzung von erneuerbaren Energien, wiederverwendbaren Materialien, Langlebigkeit, aber auch Recyclingfähigkeit. So wollen wir unseren Gebäudebestand Schritt für Schritt optimieren und nachhaltiger gestalten.